to start this long overdue conversation. Why we're falling apart, awake, tossing and turning, one more endless fight. Since I heard you were talking to someone else last night, thank you for making it easy to leave. Im heutigen Video geht es mal wieder um Fujifilm, die Filmsimulationen und Adobe Lightroom. Um genau zu sein, um meine persönliche Version des Pro Negative Standard. Für viele Fuji-User ist es wahrscheinlich eine der langweiligsten Filmsimulationen, für mich persönlich aber durch die fein abgestuften, weichen Tonwerte und die reduzierte Sättigung eine der flexibelsten. Laut Fuji ist sie ebenfalls besonders geeignet für natürliche Hauttöne und Studiolicht. Wie viele andere wahrscheinlich auch, habe ich dieser Filmsimulation lange keine Beachtung geschenkt. Letzten Herbst ging es für uns dann aber mal wieder nach Spanien und somit konnte ich die Filmsimulation ausgiebig testen. Und mittlerweile ist sie auf meinen Fujis auch als Standard eingestellt. Somit also auch Zeit, ein neues Adobe Lightroom Preset zu basteln. Wer auf mehr Kontrast steht, der kann natürlich auch gerne die Filmsimulation Pro Neck High versuchen. Wenn man den Provia so mit dem Pro Negative Standard vergleicht, dann versteht man vielleicht, was ich unter flexibel meine. Der Provia ist von Haus aus schon viel stärker gesättigt und kommt mit wesentlich mehr Kontrasten. Was bedeutet, dass ich bei der Nachbearbeitung alle Werte fast schon wieder zurücknehmen muss. Wenn man den Provia dann auch noch in den Tonwerten bearbeitet, dann verstärkt sich das Ganze auch noch. Und dabei habe ich noch nicht mal an der Sättigung oder an der Dynamik gedreht. Beim Pro Negative Standard dagegen kann ich das hinzufügen, was mir persönlich fehlt. Damit bin ich flexibler und komme eher zu dem Ergebnis, was mir so im Kopf herumschwebt. Den Pro Neck Standard habe ich aber nicht nur in Spanien getestet, sondern auch in der Schweiz. Und wie man sieht, funktioniert er nicht nur im Sommer, sondern auch im Winter. Durch die schwierigen Lichtbedingungen bei Schnee und Sonne sind die Bilder meist etwas unterbelichtet. Und wie man es von den Fujis ja auch schon kennt, wird der Weißabgleich im Automodus etwas zu kühl gewählt. Beim Pro Negative Standard lässt sich das aber relativ schnell und leicht korrigieren und man kommt schon nach kurzer Zeit zu einem ganz passablen Bild. Das funktioniert sowohl bei schönem als auch bei schlechtem Wetter, wobei die Bilder bei schlechtem Wetter für mich definitiv die schöneren sind. Gerade bei Aufnahmen mit Schnee und Sonne spielt auch der Weißabgleich eine besondere Rolle. Zu kühl wirkt der Schnee bläulich und zu warm wirkt der Schnee gelblich. Sieht manchmal gut aus, aber muss nicht immer so sein. Aus diesem Grund habe ich mir für den Pro Negative Standard dann natürlich auch mal wieder ein Adobe Lightroom Preset gebastelt. Zum einen, um die Bilder schneller bearbeiten zu können und zum anderen, um für mich den passenden Weißabgleich zu finden. Was natürlich aber auch immer noch Geschmackssache ist. Wer keine Lust hat, dieses Preset selbst zu basteln, der findet dies wie immer auch in meinem Shop. Die Sommerversion dieses Presets wird ebenfalls bald folgen. Das ProNeck Winter Preset Pack besteht aus 15 Lightroom Presets und bietet somit eine große Auswahl an Farbtemperaturen für die unterschiedlichen Tageszeiten. Wie alle meine Presets bilden diese Presets die Basis für die Bildbearbeitung. In jedem Fall muss bei der Anwendung dieser Presets die Belichtung angepasst werden. Und je nach Bedarf auch noch der eine oder andere Tonwert. Für die Aufnahmen bei schlechtem Wetter wie beispielsweise Schneefall, Nebel oder Overcast nutze ich persönlich gerne den Klarheitsregler. Der Klarheitsregler verstärkt die Kontraste in den mittleren Tonwerten. Ebenfalls hilfreich ist dann auch noch der Dunstentfernregler. Wie der Name schon sagt, wird damit der Dunstschleier verstärkt oder abgeschwächt. Beide Regler sollte man allerdings mit Bedacht einsetzen, denn beide haben einen großen Einfluss auf die Bildwirkung. Die Basiswerte in meinem Preset liegen bei Klarheit bei plus 30 und bei Dunstentfernen bei plus 5, was aber nur für die Winterversion gilt, denn bei einem Porträt oder der Sommerversion würde ich beide Regler eher bei 0 belassen oder in den Minusbereich verschieben.
In meinem Preset werden aber nicht nur die Ton- und Präsenzwerte angepasst, sondern auch die Farbwerte. Ziel für mich war es, unbedingt den Grundcharakter des Pro Negative Standard zu erhalten, was vor allem bei den Blautönen in den unterschiedlichen Farbtemperaturen gar nicht so einfach ist. Die Anpassung der Blautöne kann man natürlich durch den Sättigungsregler sowie den Luminanzregler noch etwas anpassen. Generell ist sie aber auch abhängig von der Höhe der Farbtemperatur. Bei Schlechtwetterbildern fällt das Ganze natürlich nicht so auf, aber bei Bildern mit Kaiserwetter natürlich schon. Die Anwendung des Presets ist relativ einfach. Als allererstes schaut man, welchen Weißabgleich die Kamera gewählt hat. Und wenn der Schnee nicht weiß ist, dann ist es definitiv die falsche Farbtemperatur. Im nächsten Schritt wählt man dann das richtige bzw. passende Preset aus. Mit diesem Preset wird dann eine neue Farbtemperatur gesetzt und noch einige Tonwerte. Ob kühler oder wärmer, bleibt einem selbst überlassen und ist abhängig von der Bildwirkung, die man erzielen möchte. Bei den Tonwerten sind einige Basiswerte gesetzt, die man dann ebenfalls noch bearbeiten kann. Manchmal ist es ja notwendig, die Lichter noch etwas zu erhöhen oder das Weiß zu reduzieren. Und für mehr Kontrast kann man den Kontrastregler, den Schwarzregler, den Dunst sowie den Klarheitsregler nutzen. In jedem Fall aber hat man mit diesem Preset schon mal eine ganz gute Ausgangssituation. Das Preset funktioniert nicht nur bei Tageslichtbildern, sondern auch bei Nachtaufnahmen. Und bei Nachtaufnahmen kann man dann mit der Farbtemperatur auch noch etwas kreativer sein. Die Installation der Presets ist ebenfalls ganz einfach. In Lightroom Classic findet man unter Datei Entwicklungsprofile und Presets importieren. Nach dem Import der ZIP-Datei befindet sich das Preset dann in der Preset-Liste. Ganz ähnlich funktioniert das Ganze auch in Lightroom oder den Mobile-Versionen. In Lightroom CC findet man das Ganze unter Datei Profile und Presets importieren. Alle Presets, die in Lightroom CC importiert werden, werden auch zeitgleich mit den Mobile-Versionen synchronisiert. Somit hat man hier keinen zusätzlichen Aufwand. Presets sind dann sowohl auf dem Tablet als auch auf dem Smartphone verfügbar. Wer möchte, kann das Preset natürlich auch gerne nachbauen. Aber ich freue mich natürlich auch über alle, die sich das Preset in meinem Shop gönnen. Damit sind wir für heute aber auch schon wieder am Ende angekommen. Bei Fragen oder Anmerkungen schreibt mir gerne in die Kommentare. Über ein Like oder vielleicht sogar ein Abo würde ich mich ebenfalls sehr freuen. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.